Sarah macht's wird dir präsentiert von Malpop, einem neuen Lolli, 10 verlockende Geschmacksrichtungen und pingowindeln.ch, die Schweizer Ökowindeln, die zu dir heimgeliefert wird. Ich habe noch eine super Jacke, heute 50%. Ich schlafe vor, kaufe euch heute einfach mal die Jacke. Die ist besser. Hä? Schon ist sie zufrieden. Aber nachher nimmst du die Jacke, wenn ich dir gute zeige. Ich komme darauf an, wie teuer das alles ist. Hallo miteinander, schön sind ihr mit dabei. Die Wintersportsaison ist eröffnet, aber bevor man ab auf die Piste kann, muss man zuhause noch so einiges checken. Zum Beispiel, gehen mir die Skihosen noch? Gibt die Jacke warm genug? Habe ich eine coole Kappe? Wasserfeste Händchen? Einen sicheren Helm? Ja, so viele Fragen und ich habe alle Antworten. Naja, fast. Hallo zusammen, ich bin Pascal und ich begrüße euch hier im Designer Outlet Langquart im Werdersport. Und die Aufgabe für Sarah ist es heute, als Sportartikelverkäuferin zu arbeiten und unsere Kunden für die Wintersportsaison auszurüsten. Wir starten hier im Lager. Bevor wir hier alle Artikel verkaufen können, müssen wir hier noch ein paar Sachen anfüllen, die wir jetzt in den letzten Tagen verkauft haben. Ah, okay. Hat es ein paar Lücken? Genau. So Grössen, verschiedene Farben, verschiedene? Ein paar Grössen sind ausverkauft. Okay. Und jetzt habe ich hier die Liste schon bereit gemacht. Aha. Und das kannst du nachher alle Artikel sichern, okay, anschreiben und dann raus tun. Und wo finde ich jetzt die Artikel? Die Artikel sind alle in dieser Kiste drin. Irgendwo hier drin? Irgendwo hier verteilt. Und ich müsste jetzt wissen, was ist. Ich meine, ich weiss nicht, was Tanto-Trigger mit Rasta ist. Genau, das sind Teile, so kleine Abkürzungen, aber das ist eigentlich der Artikelname. Pau ist die Marke. Okay. Und das ist jetzt in dem Fall ist das jetzt gerade auch ein Händchen. Okay, jetzt fange ich an. Das wäre jetzt auch mal ein Händchen. Das ist ein Händchen, oder? Aber es genau. Muss in der Rasta-Farbe sein. Richtig, das ist ja nicht Rasta, das ist genau. Weiss. Und vor allem muss die Grösse auch S sein. S. Und das ist ein XS. Das ist ein XS. Also die ich nicht brauche, tue ich gerade drüber mal. Und sonst haben wir ja noch mehr Händchen auf dieser Liste drauf. Vielleicht ist es ja noch ein Händchen, der hier ein bisschen weiter ist. Das geht so ein Genuss. Oh, die sind noch cool. Ja, die finde ich noch gut. Gehen die warm? Die gehen sehr warm. Ja, aber das ist ein Füßling. Da müssen wir alle Händchen raussuchen. Zuerst. Alle Händchen raussuchen, genau. Hier haben wir noch Händchen. Ja, da hat sie so viel, gell? Tu mal das so über und dann tun wir das wieder rein. Vielleicht sehen wir ja hier noch ein paar Händchen. Das ist eine coole Kappe. Schal. Kappe. Da hat es noch ein paar Händchen. Da hat es noch Händchen. Händchen. Oh, das könnte Rasta sein. Ah, genau. Ah. Ist das es sieht sie? Gut aus, ja. Warte. Wir sehen jetzt hier wieder Grösse. Ja, ja, genau, schau jetzt. Ich habe sie. Tanto Trigger mit Rass. Und Grösse, yes. Richtig. Ich habe die richtigen. Eins super. Haben wir schon mal. Du, aber der wäre ursprünglich 90 Stutz. Der ist 90 Franken. Bei euch ist 63. Genau. Und bei uns sind alle Artikel mindestens 30% reduziert, weil wir sind hier im Outlet-Center. 30% reduziert? Mindestens 30% das ganze Jahr. Krass, genau. Jetzt haben wir hier die Etikette auch schon bereit. Wenn wir die jetzt gerade fertig machen für den Laden? Die würden wir schnell fertig machen, sonst haben wir hier nachher das grosses Durcheinander. Einfach etikettieren in dem Fall. Genau, und dann schauen, ob es wirklich der richtige Händchen ist. Mhm. Und dann am besten nebendran das Etikett ankleben. Weil die sind ja nachher so auf den Höcke eingeräumt. Okay. Heisst, ich würde das Etikett gerade hier drauf platzieren, dass die Kunden gerade als allererstes schon den Preis sehen. Okay. Sonst würde ich sagen, dass wir jetzt alle Händchen gefunden haben. Ja, was ist denn? Dass wir die mal dann sichern. Beim Händchen schauen wir jetzt, dass wir meistens eine Nadel nehmen, weil da hat es ja eh schon ein bisschen Material, das fehlt. Und da kann man jetzt die Nadel problemlos durchstecken, ohne dass der Händchen beschädigt wird. Schauen, dass du nicht in den Finger stichst. Ja, ja. Vor allem, dass sie die Nadel reichen. Genau, noch ein bisschen weiter hinten. Schon fast, ja. Genau, yeah. So ist schon gut. Genau. So. So. Dann tun wir das hier so. Und jetzt fest drauf drücken? Fest drauf drücken, ja. Genau. Und jetzt kannst du mal ziehen. Ja, der hebt. Genau. Und das also machen wir jetzt beiden, gerne. Oder? Eine. Also jetzt die Kappe hier zum Beispiel, für was ist jetzt die geeignet? Ja, das ist jetzt eine Kappe, die wirklich warm gibt. Die ist hier auch sehr dick. Also ich kann sie zum Borden nehmen?
Die kannst du gut zum Baden nehmen, okay. Weil die ist hier auch speziell auch, bei den Ohren auch noch verstärkt und hier noch gefüttert. Okay. Baden. Die kannst du gut zum Baden anlegen. Dort haben wir noch Snowboardjacken. Snowboardhosen. Logo, Helm. Haben wir noch gar nichts so. Das sind jetzt eigentlich erst alles das, was du dazu braucht. Stimmt. Hast du recht. Genau. Also, dann gibt mir die nächste Liste. Dann habe ich die hier schon bereit für dich. Okay. Willst du mal anfangen zu suchen? Ja. Sind die auch in so Kisten? Nein, das ist alles hier hinten. Dann suchen wir jetzt. Abteilung. Aha. Vorne dran vor allem die technischen Sachen, die viel Beratung brauchen, dass die okay. Näher bei der Kasse sind. Mhm. Und auf der anderen Seite dort haben wir die Damenabteilung und auch die Kinderabteilung. Das kann dir dann okay. Nachher du es noch genauer erklären. Ja, dass ich dann gleich noch weiss, genau. Was ich räume. Okay. Mhm. Zum Voraus haben wir jetzt hier noch die Jacke. Da habe ich gedacht, machen wir heute noch eine gute Aktion, dass wir die Jacke heute 50% machen. 50%, okay. Genau, dann ist die Jacke nachher noch 130 statt 260 Schnäppli. Franken. Okay. Genau, und dann sollte das Ziel sein, dass du heute schon mindestens eine Jacke verkaufst. Eine verkaufen von denen, okay. Genau. Und was sind so die Argumente für mich, jetzt, um die zu verkaufen? Was hat die speziell gut? Für was ist die geeignet? Ja, es ist eine gute Snowboardjacke, es ist gefüttert, gibt warm, hat noch diverse Taschen für iPod, kann das Handy hier noch verstauen, Portemonnaie. Alles klar. Du, aber jetzt haben die ja hier ein Riesensortiment, oder? Ich meine, beim Beraten, wie weisst du jetzt da immer, was, welche Funktion hat? Das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist ja so, dass zuerst die Lieferanten uns eine Schulung geben bei den neuen Produkten, die sie da gibt. Und dann bin ich halt selber auch neugierig und will das neueste und das beste Produkt selber testen. Und dann kaufe ich mir halt auch ein paar Jacken jede Saison. Und schlussendlich ist das dann halt super zum Kunden beraten, weil dann sind sie manchmal skeptisch, ja, gibt die Jacke wirklich warm? Und dann kann ich sagen, ja, ich habe den ganzen Winter angehabt, stundenweise in der Kälte gestanden und es ist wirklich eine sehr warme Jacke. Und dann kauft die Jacke der Kunde, ja. Was denkst du, dass ihr jetzt heute so am meisten kauft? Ja, jetzt ganz klar die Snowboardjacke, Skijacke. Das ist momentan jetzt gerade sehr gefragt, weil jetzt ist es sehr schnell wieder kalt geworden und jetzt reagieren die Leute einmal ziemlich schnell. Für welche Sportarten kaufen jetzt die meisten bei dir ein? Es ist so, dass sie sich am meisten für Wintersaison sich ausrüsten. Also Freizeitjacke läuft sehr gut, aber vor allem Snowboard, das ist ein grosses Thema. Snowboardjacke, Snowboardhosen, auch Snowboardschuhe sind sehr beliebt. Und im Frühling ist es so, dass Bike und Motocross ein ganz grosses Thema ist. Merkst du im Laden auch, wenn jetzt eine Sportart neu im Trend ist? Ja, wir haben das bei Motocross gemerkt, weil wir haben hier jede Marke eigentlich vertreten und haben eine kleine Motocross-Ecke gehabt. Und am Anfang ist das nicht so gut gelaufen und dann von einem Jahr aufs andere ist es wirklich explosionsartig, sind die Umsätze besser geworden. Und jetzt haben wir sogar einen eigenen Foxladen mit Motocross und Bike-Ausrüstung nebendran. Und so haben wir schon gemerkt, dass man, wenn eine neue Sportart auf dem Markt ist, ja, dass das gut läuft. Und du musst auch weit im Voraus überlegen, oder? Was könnte in der nächsten Saison im Trend liegen? Wie machst du das? Wie spürst du das? Ja, wir merken auch, was die Kunden brauchen. Weil wenn man da die Kunden bedienen ist, dann merkt man den Kundenwunsch gut raus. Und dann können wir so auch reagieren. Was für Sportartikel kaufst du für dich privat? Ja, im Winter kaufen wir auch meine Snowboardjacke. Für die ganze Snowboard-Ausrüstung, Snowboard-Schuhe. Und im Sommer auch Downhill-Ausrüstung brauchen viel. Und sonst halt vor allem T-Shirts. Jeans und Schuhe bin ich nach sehr gut ausgerüstet. Da habe ich zum Glück Mustergröße und habe sicher jedes Jahr 50 bis 100 neue Schuhe. Wie verrückt sind es Schweizer in Sachen Sportkleider? Weißt du, wenn sie das Neueste haben, das Coolste haben, das Beste haben? Ja, die Schweizer sind schon ziemlich verrückt nach den Sportkleidern. Und es ist ja so, dass wir viele Touristen hier haben. Von aller Welt kaufen die bei uns Snowboardjacken, weil sie halt auch snowboarden gehen. Frühling, Herbst gehen sie auch wandern. Ich kaufe eigentlich das ganze Jahr durch immer die neuesten Sachen. Wie wichtig sind Markenkleider? Die Marke ist im Sport ein sehr grosses Thema, weil die Kunden haben manchmal nicht sehr viel Ahnung von der Technik und dann lassen sie auch auf die Empfehlungen von anderen Leuten oder auch die Marke selber, die ja immer
sehr viel Werbung macht und dann hat der Kunde automatisch das Gefühl, er muss jetzt eine Marke kaufen, damit es gut ist. Es gibt schon auch No-Name-Marken, die auch gut sind, aber schon eher weniger. Aber was findest du entscheidender beim Kaufen? Sollte man jetzt auf die Marke schauen oder auf was eher? Es ist so, dass die Marke ist eigentlich das Magnet, das uns die Kunden bringen. Und schlussendlich will der Kunde natürlich eine Marke und Top-Qualität, gute Funktion und den Preis. Und sonst muss es halt auch stimmen. Was ist für Kunden entscheidend zum Kaufen? Ist es die Marke oder die Funktionalität oder die Qualität oder das Aussehen? Das Wichtigste ist, dass die Funktion gewährleistet ist, dass die dem Kunden entsprechen. Wenn einer schnell kalt hat, dann ist es halt schon sehr wichtig, dass er auch warme Jacken kauft und nicht nur aufs Aussehen schaut. Was kaufen ihr Frauen bei dir ein und was ihr Männer? Bei den Frauen laufen Schuhe sehr gut. Und auch Pullover, Jacke, Freizeitbekleidung ist sehr beliebt bei den Frauen. Bei den Männern sind die Schuhe ebenfalls auch sehr gut. Und Jeans, mit denen haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie unterscheidet sich das Bedürfnis bei Frauen oder Männern bei Sportkleidern? Bei den Männern ist es so, dass sie vor allem auf die Funktion schauen. Und wenn dann der Preis stimmt, dann kaufen sie das Produkt. Und bei den Frauen ist es so, dass zu dem allem muss natürlich das Aussehen auch noch stimmen. Sie schauen, dass sie passende Handtasche hat, die passende Schuhe. Ich würde dich gerne in den Wunsch überreichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ich wünsche mir, dass ich noch zu den drei Filialen, die ich jetzt schon habe, noch bald eine weitere Filiale kommt, die auch gut laufen wird. Sehr gut. Drück doch die Daumen. Hoffe, es geht in Erfüllung. Und jetzt kommen wir zu den Zuschauerfragen. Für welche Sportarten kann man bei dir einkaufen? Wir haben das ganze Sortiment zum Snowboarden. Dann im Frühling, was sehr gut läuft, ist auch der Downhill und Motocross. Und zum Skateboard haben wir natürlich auch sehr gute Auswahl an Skateschuhen und auch Skateboards. Warum verkaufst du kein Sportgerät? Bei Sportgeräten ist es so, dass hier die Marge sehr schlecht ist, weil die Technik verändert sich eigentlich nicht gross. Und bei der Mode ist es so, dass eigentlich, weil es Abschreiber gibt, eigentlich eine bessere Marge hat, um die Abschreiber zu kompensieren. Und in einem Outlet ist das eigentlich fast unmöglich, um technische Geräte allzu billig zu verkaufen. Was fasziniert dich an der Sportartikelbranche? Ja, es fasziniert mich, dass man eine breite Auswahl an verschiedenen Produkten hat und somit auch ganz verschiedene Kunden mit anderen Wünschen, auch Erfahrungen, die diese Kunden gemacht haben, ist sehr vielseitig. Was ist das Lustigste, was dir beim Arbeiten je passiert ist? Ja, das Lustigste ist vor etwa 2 Jahren passiert. Da bin ich hinter der Kasse gestanden und auf das Mal, als ich mal den Blick nach rechts gemacht habe, sah ich da wie so eine ganz alte Frau, fast splitternackt im Laden stand. Wie bitte? Was hat denn die gemacht? Ja, die wollte eine Jeans probieren, aber sie hat auch ein Schwierigkeiten gehabt, zu mir zu kommen. Wieso hat sie denn nicht die Umziehkabine? Das weiss sie wirklich auch nicht. Und ich habe sie dann wahrscheinlich zugeschaut und den Kopf geschüttelt. Aber ich wirklich selber nicht gewusst, wie reagieren. Ich hatte ja keine Ahnung. Also ich hoffe einfach, heute passiert das nicht, wenn ich jetzt hier bin. Bitte, lasst eure Hosen an, zieht euch die Umziehkabine. Ja, man weiss nie, Sarah, was passiert. Oh nein, ich bin nicht. Nein. Aber jetzt gehen wir jetzt erst einräumen. Oder? Bevor wir jetzt bedienen, habe ich noch etwas Zeit zum Durchschnauben. Genau. Wir gehen verräumen. Die Jacke habe ich nämlich auf dieser Seite gesehen. Kannst du mal schauen. Genau. Das muss ins XS, das ist das Vorderste. Genau. So. Und am besten gerade auch drüllen, weil jetzt läuft der Kunde an und sieht die Jacke nur von hinten. Es sollte immer alles zum Eingang schauen. Okay, alles klar. Ah, immer zum Eingang ausgehen. Genau, da siehst du auch bei dem Schiele, Pulli, auch alles zum Eingang. Zum Hund. Genau. Also dann muss ich jetzt immer so laufen. Was ist es mit denen, die so speziell sind, heute, die ich verkaufen muss? Bei denen müssen wir jetzt noch 50% Kleber ankleben, damit die Kunden wissen, dass die reduziert ist. Mhm. Jetzt ist es auch wichtig, dass du den Originalpreis nicht überklebst. Also so? Richtig. Also, und jetzt kann ich sie gut versorgen, oder was mache ich jetzt mit denen? Ja, eine müssen wir aber noch auf die Seite tun. Okay. Die können wir nachher den Schaufensterpuppe anlegen. Dann tun wir ein S da. Ja, vor allem haben wir 2 S. Ich würde ein S nehmen. Okay, so jetzt hat es immer so Probleme, sie zu dir verkaufen wird. Hey?
Hallo, kann ich etwas helfen oder zeigen? Ist gerade gut. Ist gerade gut? Ich habe eine super Jacke. Heute 50% Snowboard-Jacke. Darf ich sie zeigen? Ja, gerne. Juhui! Yes, yes, yes! Ich sage es, wenn ich sie schon verkaufen kann, dann höre ich gerade auf. So. Darf ich dir mal so geben? Die ist heute 50%. Das sind nur noch 130 Franken. Ja. Die passt das eigentlich gut. Auch hier, schon über den Schultern. Die ist eigentlich super genial, die Beste. Aber von der Farbe her passt sie jetzt oder? Kaufst du die? Ich bin kurz davor, ja. Aha. Also, du zeigst mir jetzt noch eine andere Route zur Passur. Ja. Sicher. Sicher. Was hast du für eine Grösse bei den Hosen? L. Wenn wir nämlich gerade die Jeans geben. Die sind super dazu. Sieht super aus. Und? Es sieht so cool aufs Grün her. Nein, ich finde das Grün schön. Hast du eine Frage wegen der Maus? Nein, ich will meinem Mann zeigen. Ah, okay. Sehr gut. We are young, with open eyes blinded by. Und? Ja, schön. Aber ich weiß nicht, wie vielleicht das Jahr aufs Berg kommst. Ja, aber hey, da, hey, so günstig da, zack, zack, bum, bum. Das lohnt sich doch nicht. Ich habe zwei kleine Kinder, ich komme vielleicht einmal drauf. Willst du mal probieren? Komm, probieren wir doch meistens mal. Ja. Mit der kann sie auch den Haushalt machen. Ja, genau. Hey, ich kann sie alles super. Mit der draussen ein Schnee schaufeln. Alles. Geh schlitteln mit den Kindern. Jetzt bin sie muss schaufeln. Alles liegt da drinnen. Hey, hallo. Hey, ich habe noch super Jacke. Was schon eine Jacke? Ich kann dir noch eine Jacke zeigen. Die würde auch noch passen. 50% heute. Ist auch cool, gell? Das weiss ich halt nicht genau, weil ich das probieren will, das oder dem. Ich habe das Gefühl. Ich will auch. Also ich sage gar nichts, weil ich muss gar nicht kein Verkaufsargument geben. Es verkauft sich von allein. Du hast gerade von selber. Komm, jetzt müsstest du dazu eine so eine Hose nehmen. So einen Helm. Mhm. Und da kann ich auch jedes Jahr alles aufkaufen. Ich schlage vor, kaufe euch heute einfach mal die Jacke. Du kannst ja theoretisch auf den Spielplatz anlegen. Das meine ich, du kannst überall anlegen. Die kannst du zu allem anlegen. Was haben wir noch für Verkaufsargumente schon wieder? Sie geht warm. Sie geht warm. Ja, sie sieht mehr. Einfach stylisch aus, oder? Wenn du die hast, du bist einfach super genial. Oder? Wenn du sie nicht hast, dann machst du. Ja, okay. Also jetzt müssen wir mal wahrscheinlich die Turnschuhe anschauen. Ja. Ich tue sie dir auf die Seite. Hey, also, bis vielleicht nachher. Ja, Dankeschön. Danke, ciao. Ja, Sarah, kommst du immer näher dran. Es sind gerne noch ein paar Kinder. Kappen probieren. Kannst du dort mal schauen? Ja. Hallo zusammen. Kann ich euch etwas zeigen oder helfen? Wir sind doch hier. Okay. Hier. Soll ich sie rausnehmen? Hier. Die hier? Ja. Willst du mal die anlegen? Ja. Also. So, und? Genau. Ist die gut? Die ist besser. Hä? Schon ist sie zufrieden? Danke. Ja, ich danke euch. Viel Spass mit der Kappe. Ja, tschüss. Oh, schau mal. Super Jacke, oder? Ja, tipptopp. 50% heute. Ihr wollt? Ja. Nein, die. Ist die auch zu baden? Ja, ja. Sicher. Voll. Ja, ja. Hat ja sogar noch einen Verschluss zum Trennen machen. Also, nein, ist Vollgas zum Worden. Nimmst du sie? Muss ich jetzt schon ja sagen? Ja. Wenn du nicht sagst ja, dann kommst du gerade noch mal 5% von mir. Ja, dann sag ich ja. Ah, ich hab dich verkauft! Ohne Beratung hat dich verkauft! Unglaublich! Unglaublich! Brauchst du schon irgendetwas? Ja, also bin ich immer dazu. Ja, super! Du bist meine neue Lieblingskundin! Also, schau jetzt. An der Schaufensterpuppe habe ich die gemacht. Mhm. Aber das ist halt nicht jedem sein Ding mit Jeans. So im Jeans-Ding. Aber ich finde, die passt halt einfach fast am besten. Wenn du sonst irgendeine Farbe noch siehst, die du super findest. Ja.
Gib dir mal die beiden mit zum Probieren. Ich finde es wirklich auch schöner mit einer schwarzen Hose. Aber es ist die einzige, die einigermaßen gehen würde. Aber die Jacke nimmst du? Danke vielmals für den Einkauf. Schönen Winter. Danke. Gute Saison auf dem Board. Hey. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ob ich schaffe, die Jacke noch ein zweites Mal zu verkaufen? Bitte, bitte, bitte. Das sehen wir nach dem Wettbewerb. Das war ein Swindler-Abo im Wert von über 300 Franken. Offeriert von pingo-swindler.ch. Bin willkommen in der Schweizer Qualität. Kannst du ganz einfach und bequem im Online-Shop bestellen und sie werden dir kostenlos heimgeliefert. Ein ideales Geschenk auf Weihnachten mit einer schönen Glückwunschkarte. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Was trägt man oft in der kalten Jahreszeit? Sana A, Flipflops, Sana B, Handschuhe. Wenn du beim Wettbewerb willst mitmachen, dann schick uns deine Lösung Sana A oder Sana B mit deiner Adresse per SMS an die Nummer 880 oder gib sie als Telefonstelle auf 0901 77 1234. Für die schriftliche Teilnahme kannst du unsere Postkarte an die eingeblendete Adresse schicken. Grüezi! Hat die da noch so eine super Snowboardjacke? Hat das Interesse? Nein, ich suche sie so etwas. Danke. Okay. Hallo, brauchst du eine neue Snowboardjacke? Hat die noch die ideale super Snowboardjacke dazu? Hallo. Hallo. Mal brauche ich Schuhe. Was willst du für dich? Ist egal. Das ist egal? Nicht so bunt, aber schön. Baski! Ja? Thomas? Ja, das darfst du noch genau. Oder was hast du noch für eine Frage? 36, 37. Aber nachher nimmst du die Jacke, wenn ich dir gute zeige. Ich komme darauf an, wie teuer das alles ist. Die Jacke ist 130. Dann gut. Vom Hello Kitty hätten wir eine 37. Probiert noch den linken Weissen. Und dann kann ich die Jacke. Jetzt musst du es fest machen, schauen. So. Es ist schön. Ist es noch 130? Okay. Und 62. Es ist wirklich schön. Ja, darf ich sie reservieren? Ja, sicher! Also, dann lesen wir das mal Schuhe. Also. Die Schuhe nehme ich mit. Das ist ein guter Deal. Es ist wirklich schön. Yes. Du machst einen super Job. Aber gell, das ist die Hauptsache, oder? Das muss ich ihm einfach sagen. Ja. Oder? Dass ich die macht wirklich gut. Ich habe vier oben bekommen, wenn ich sie ins Lehrzeug machen kann. Sie macht das richtig gut. Es ist schön. Also, eigentlich bin ich nicht auf der Suche nach einer Jacke. Ah! Sehr gut. Also, sehr gut. Hey, danke, gell? Danke vielmals. Es sind immer noch sehr viele da. Sorry. Ja, aber eben einmal hast du zum Glück verkauft. Einmal habe ich es verkauft. So, es war schön gewesen. Genau. Aber eben, ich finde, du hast den Job sehr gut gemacht, wenn du deinen ersten Tag da ja, hast. Sag nicht falsch, wieso? Gute Sachen hast du verkauft. Gibt es die nicht für dich. Wow. Nur für ganz Liebe gibt es süße Malbombs. Also, das ist in diesem Fall. Mhm. Schönen Winter, gell? Danke. Ich habe doch noch einen zweiten verkauft. Jetzt kann ich definitiv heimgehen. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat die Sendung gefallen. So oder so würde ich mich über ein Feedback von euch freuen, zum Beispiel auf sarahmachts.tv oder auf meiner Facebook-Seite. Ja, dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns heute in einer Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dann, habt eine gute Zeit. Und tschüss. Sarah macht sie in der nächsten Folge als Buchhändlerin und verratet euch, welche Lektüre euch in die richtige Adventsstimmung bringt. Sarah Macht ist dir präsentiert worden von Malpop, einem neuen Lolli in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen und pingowindeln.ch, die Schweizer Ökowindeln, die zu dir heimgeliefert wird.